Ayo Sykes hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und langes her, ja, ich bin wieder back mit einem Video, wo ich mit euch spreche. Und nicht nur ein Funny Moment Video aus Diplo 2 mit Kai zusammen. Wobei das auch witzig ist, aber es wird mal ein bisschen gelabert hier. Und zwar geht es um, klar, wer es gedacht, im Hintergrund läuft Need for Speed Payback, also warum sollte es dann nicht dementsprechend auch um Need for Speed 2019 gehen? Richtig. Need for Speed 2019. Das soll jetzt kein typisches, normales Infovideo sein, weil ich glaube, jeder hat überall schon irgendwas aufgeschnappt, ja, und jeder weiß, dass es keine genauen Infos gibt, außer, dass wieder Cops vs. Racer basiert ist, sprich, like Need for Speed Most Wanted, ja. Und dass EA auch nicht auf der E3 oder auf der EA Play, was also selbst auf der eigenen Messe, nichts gezeigt haben für Need for Speed, wo es dann wiederum heißen könnte, dass die ersten Infos auf der Gamescom kommen. Weil Schweden, sprich das Studio von Ghost Games, liegt ja, ne, Norden und so, und die meinten von wegen, yo, gehen in den Süden, sprich, die sind auf der Gamescom. Und auf der Gamescom damals gab es ja auch einen Trailer, von daher wäre es denkbar, dass es auf der Gamescom alles seinen Start findet und dass die Promo-Phase von Need for Speed 2019, wessen Beinamen immer noch nicht bekannt ist, klar, wie gesagt, keine Infos außer Cops vs. Racer. Dementsprechend bleibt abzuwarten, aber es ist sicher, dass Need for Speed kommt. Ja, im Finanzreport haben sie es ja gegenüber den anderen gesagt gehabt, dass Need for Speed geplant ist. Wie gesagt, es soll jetzt kein Video sein über Informationsvideo, weil es gibt ja keine Informationen in dem Sinne. Der Punkt des Videos ist letztendlich meine Meinung und meine Erwartungen, sowie folgend auch eure Erwartungen, aber dazu kommen wir später. Und zwar meine Wünsche an Need for Speed sind einfach dieses Tuning beibehalten. Behaltet das, zumindest das optische Tuning, ja, wir kommen gleich, das ist, ne? Das optische Tuning kann gerne so bleiben. Was halt schön wäre, wären vielleicht ein paar andere Felgen, neuere Felgen und nicht wieder einfach nur Copy-Paste wie von 2015 zu Payback. Klar, in Payback gab es ein paar neue 50 und 52 und ein paar neue HREs und sogar 3 SDM-Felgen. Alles schön und gut, aber bringt mal was Neues rein. ADV1-Felgen, schöne Felgen, ohne Mist, das sind richtig geil. Ja, oder generell auch, was die Fahrzeuge betrifft, ein bisschen mehr Variationen reinbringen. Also Fahrzeuge, mit denen man nicht rechnen würde. Es ist nur so, ne? Ja, es ist nur so gesagt. Des Weiteren, bezüglich dem Tuning, lass das Kartensystem weg. Hey, meine Güte, was ist das? Klar, okay, Fortune Valley, also sprich so das Gebiet rund um die Welt von Need for Speed Payback, baut so auf das Vegas-Trip-Ding auf, sprich so Glücksspielen hast du nicht gesehen, ja? Okay. Aber trotzdem, nein, lass das. Ja, das ist wieder ein weiterer Abfuckpunkt gegenüber den Supply Drops. Ja, die Kisten, die man quasi bekommt aufgrund eines Levelaufstiegs. Okay, du musst sie nicht kaufen, aber du kannst sie kaufen. Ja, das ist quasi. Ich weiß nicht, das ist schwierig für mich. Ich bin kein Fan von Supply Drops, überhaupt nicht. Beispielsweise auch das Airride. Meine Fresse, lass es mich doch erst mal kaufen. Auch wenn es 10.000 Credits kostet, lasst es mich kaufen. Ich will doch nichts ziehen. Ich will doch nicht. Leute, wirklich. Es ist doch wahr, oder? Und lasst uns, wie gesagt, mehr Möglichkeiten. Bringt mehr Variationen rein. Mehr Felgen. Oder auch was die Folien betrifft. Lasst uns doch eine Mustergruppe erstellen. Forza bekommt es hin. Gran Turismo hat sogar noch besser, sie haben eine Cloud, wo du Sachen vom PC hochladen kannst und auf dem Spiel dann runterladen kannst. Ja. Und The Crew kann Mustergruppen erstellen. Ja. Und wenn wir schon bei den Thema Folien sind, macht was an der Qualität. Ja, okay, ich weiß, es muss auf der PS4 laufen, es muss auf der Xbox One laufen. Ja. Kann ich verstehen. Trotzdem geht da noch so ein bisschen, oder? Ein bisschen geht da noch. Es muss kein kompletter Pixel-3 sein, ja. Das ist gerade für mich als Content Creator von KRS jetzt schon, naja, ein kleiner Stich in den Rücken. Okay, jetzt nicht in den Rücken, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, wirklich, schaut euch das Video an vom R35. Genug Aussagen, ja. Und dazu auch bitte, guckt, dass die Felgen nicht so wabern. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass ich einen einzigen Wunsch habe, und zwar einen längeren Support. Ja, supporte das Spiel länger, also das EA sollte, oder Ghost Games sollte das Spiel länger supporten und nicht nur ein halbes Jahr.
Forza hat jetzt über ein Jahr Support für das Spiel Forza Horizon 4. The Crew 2 hat jetzt schon über ein Jahr Support für The Crew 2, also Ivory Tower und Ubisoft haben jetzt schon über ein Jahr Support für das Spiel. Ja. Von daher, es ist ja scheinbar möglich, sich länger um ein Spiel zu kümmern. Black Ops 4 schafft das auch, also Activision und Treyarch schafft das auch. Ja. Aber gut, was sind eure Erwartungen? Was sind eure Erwartungen, so Wünsche und, ja, haut es einfach mal in die Kommentare. Dazu könnt ihr gerne schreiben, was denn eure Wunschstadt wäre, ja, und euer Wunschauto beispielsweise. Ihr müsst ein Auto, ja, welches unbedingt dabei sein muss. Ich meine, ich kann es mir eh schon denken, ja, aber ich lasse es mal außen vor. Nennt mir eure Stadt, euer Wunschauto und eure Erwartungen. Also ich kann nur sagen, ich wünsche mir Rockport und nein, ich wünsche mir keinen Supra Mark 4 oder Mark 5. Ich wünsche mir ehrlich gesagt ein Lexus RCF. Seitdem ich das Bild gesehen habe, was damals gefotoshoppt worden ist, aus Payback. Doch, ich mag die Karre gerade, auch mit Tandem. Scheppert schon mies rein. Aber gut, das soll es von mir gewesen sein. Habt einen schönen Tag. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was eure Erwartungen sind, was eure Wünsche ist und euer Muss-Auto. Ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen oder hören uns im nächsten Video. Macht's dich gut, macht's besser. Ciao, ciao.